Hallo Stefan, freut mich, dass wir heute uns treffen, um hier über Fußball 3 zu sprechen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Hallo Markus, gerne. Wie wurdest du auf Fußball 3 bzw. Faninho aufmerksam? Naja, ich wurde quasi überrumpelt, einen Trainer zu machen, weil mein großer Sohn in der F-Jugend gespielt hat und wir hatten ziemlich viele Kinder. Und dann hieß es immer dann, wir suchen noch Trainer, wir suchen noch Trainer, um die Kinder auch ein bisschen zu bespaßen. Und ich habe von dem Ganzen im Internet gelesen und fand dieses Konzept mega. Und ich habe dann die Bedingung gestellt, ich mache Trainer mit einem Freund von mir, der noch woanders bis dahin Trainer war, aber wir machen dann nur, wenn wir Foninho trainieren und auch spielen dürfen. Das war die Bedingung. Und wir hatten eigentlich grünes Licht. Ich habe Materialien gekriegt, ich habe Bälle gekriegt, ich habe Tore gekriegt und so sind wir auch gestartet. Bis das kurz vor Saisonbeginn ist, dann heißt, ja gut, wir müssen dann nochmal umschwenken mit dem Ganzen. Dann haben wir Parallelbetrieb gemacht. Also wir haben Foninho, wir haben alle Möglichkeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich da aufgeschnappt habe und das, was wir gemacht haben und das, was man auch in anderen Kursen noch mitgemacht hat, ist wirklich eine schöne Grundlage, wo man sagen kann, das Aufmerksamwerden war ganz, ganz wichtig, das Verfolgen war das Allerwichtigste und das Umsetzen jetzt ist das Allerbeste für die Kinder. Super. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse konntest du bisher mit Faninho, mit Fußball 3 sammeln? Was hat es den Kindern gebracht? Was sind so deine Erkenntnisse, die du da gewonnen hast? Also wir sind da jetzt schon seit 2019 quasi im Juli mit dabei und damit angefangen. Und ich habe nur 2013er und 2012er, aber der Großteil sind die 2013er. Und wir haben mit den 2013ern durch die Trainingskonzepte und alleine durch das Coninho, durch das Dreierteams auf dem Feld und auch diese Geschwindigkeit zu bringen, haben wir die Saison dann auch im Großfeld gespielt. Und man muss sagen, die Erkenntnisse aus diesem Kleinen in das Groß projiziert, also wir haben fast alle Spiele gewonnen, obwohl wir die erste Saison gespielt haben, was total faszinierend ist. Und das waren meistens die 2013er. Und das, was die Kinder lernen von denen, ist einfach Kopf hoch, denken mit dem, was sie tun, sprinten, laufen, das wie früher, wenn ich da vor der Garage gespielt habe, quasi dieses, ne, jeder kann alles, keiner ist fixiert auf, ne, du bist jetzt mal Mittelstürmer, sondern wirklich das, die Kinder können, wie gesagt, anschließend nach jeder Position spielen. Und was natürlich eine riesengroße Erfahrung ist, ich habe nicht dieses, ne, ich habe einen kleinen 2,13er Torwart. Jeder, der aufs Tor schießt, naja, super, der kommt mal gerade 1,50 hoch und dann war es das bei den Toren, die wir im Kleinfeld haben. Also es ist was ganz anderes. Und durch dieses Umschwenken, wenn ich auf zwei Tore gehe, ich nehme mir jetzt das andere, also die Spielintelligenz und also wie gesagt, die Geschwindigkeit und das, was die an Zweikampfverhalten machen, es ist mega. Also das muss sich jeder angucken, wenn man das sieht, wie die Kinder da agieren. Und wenn ich dann, also das ist die Lehre für mich, wenn ich diese Kinder dann in Dreierteams so auf das Großfeld stelle, die kann ich in allen Positionen bringen und die spielen zusammen. Die kennen das, wie sie zusammenspielen und können da auch durchdribbeln. Und das Zweikampfverhalten ist nun mal für mich das auch. Sehr gut, du hast jetzt die Spielintelligenz angesprochen, die Positionsunabhängigkeit. Was würdest du den Trainern und Jugendleitern sonst noch so mit auf den Weg geben, wenn sie das machen wollen? Ich habe jetzt vorher ja gehört, du hast gesagt, ich mache das nur mit Faninho zu deinem Jugendleiter. Deswegen frage ich, was war denn da so die Reaktion und wie konntest du ihn überzeugen, dass du das so machst? Also, die waren ja glücklich, dass wir Trainer gefunden haben, in Anführungszeichen. Und dass wir nachher dann die Saison normal gespielt haben, gut, das war die Konsequenz von dem. Es hat den Kindern auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber wie gesagt, letztendlich war es so, jeder muss sich das anschauen. Also, jeder muss sich anschauen, mindestens ein Festival oder mindestens mal so Trainingseinheiten anschauen, was die Kinder für einen Spaß haben. Und wir haben es ja live erlebt, wo wir bei dem ersten Festival waren. Wenn dann hinterher der Aufruf kommt und wer hat alles ein Tor geschossen, ne, fast jede Hand geht hoch. Die sind wesentlich motivierter und haben wesentlich mehr Spaß und es ist wesentlich angenehmer für die auch, die zuschauen, weil da wird richtig Fußball gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das muss sich echt jeder angucken. Und die Möglichkeiten, die ich im Training habe, auch mit dem, was ich machen kann, ist richtig schön. Also man muss es einfach sehen und wer es nicht gesehen hat, kann es vielleicht nicht so richtig verfolgen. Aber jeder sollte mal ein Festival besuchen, um zu gucken, wie viel Spaß die Kinder haben. Und nicht nur das, wie viel Spaß die Eltern haben. Jeder Verein weiß genau, bei der Anzahl Eltern, die am Rand stehen, ich habe auch einen Vorteil davon, wenn ich ein Festival mache, als wenn nur drei, vier, fünf Eltern am Rand stehen, also im normalen Fußballspiel. Und wie gesagt, je mehr Kinder da sind, desto mehr Kinder kann ich einsetzen.
Wenn ich jetzt bei dem Kleinfeld, ich habe einige, die dann halt nicht zum Zuge kommen könnten. Und das ist das Problem. Deswegen bei vielen Kindern, wir haben einige Kinder, ich habe in der F jetzt 30 Kinder. Und da ist natürlich, ne, bei dem einzelnen Kleinfeldspiel, ja, muss die Hälfte mal draußen gehen bleiben oder gar nicht spielen. Und das ist bei Foligno nicht, da kann ich alles spielen. Gut, dann hoffen wir, dass wir nach Corona bald wieder Festivals durchführen können, dass die Jugendleiter und Trainer das dann auch sehen. Und ich bedanke mich für das Interview. Kein Thema. Dankeschön.